Dankeschön, Dankeschön. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in dem wunderbaren Saal in der Arzigstraße. Wir sind total überwältigt, muss man sagen. So ein Publikum, so viel Publikum vor allem, bis vor kurzem hieß es ja 25%, heute haben wir 50% und es fühlt sich an wie ausverkauft. Dankeschön, dass Sie alle hier sind. Ich möchte auch die Zuseher und Zuseherinnen zu Hause begrüßen, die den Livestream verfolgen und mich gleich bei der Videotechnik und Tontechnik bedanken, dass sowas möglich ist. Das erweitert natürlich das Spektrum unserer Gäste und Freunde und wir können auch international senden und das ist gerade für unsere Kooperationen sehr wichtig. Also herzlichen Dank hier an unsere technische Abteilung der Musikhochschule. Ja, Jazz in Konzert. Traditionell fangen wir immer mit dem UMPA Jazz Orchestra an. Es ist ja, ich habe schon ein paar Mal erzählt, es ist jedes Semester oder jedes Studienjahr wieder eine Herausforderung, weil zum Ende des Semesters sind wir dann wirklich gut drauf und dann fangen wir wieder von vorne an. Aber es macht trotzdem immer wieder Spaß, mit so talentierten jungen Musikern zu arbeiten. Wirklich. Ja. Okay. Das erste Stück war eine Komposition und Arrangement von Sammy Nestico, The Joy of Cooking. Und das zweite Stück ist eine Ballade, die Quincy Jones in den frühen 60er Jahren geschrieben hat für seine Big Band.
auch arrangiert von Sammy Nestico, und damals war Phil Woods der Solist und heute unser Altsaxophonist, der eigentlich unser Lead-Altsaxophonist, der erst seit kurzem eingesprungen ist. Deswegen auch ein Dank an ihn. Featuring Xinghai Wu, Quintessence.
am Altsaxophon. Ein wunderbares Arrangement. Ich habe ganz vergessen, bei dem ersten Stück hatten wir auch zwei Solisten an der Trompete, Tom Kors. Und am Tenorsaxophon Eddie May. Ja, jetzt gibt es wieder eine kurze Umbaupause. Wir sind sehr international besetzt, das haben Sie wahrscheinlich schon gelesen in Ihrem Programm. Da stehen ja die Namen drin. Und ja, in der heutigen Zeit ist das alles nicht so einfach mit der Konzertplanung, weil wir proben im Vorfeld und dann kann es sein, dass dann die Woche drauf schon wieder Ersatz gebraucht wird, weil jemand in Quarantäne ist und Sie kennen das ganze Spiel ja. Und es ist ja selbst an dem Konzertabend so, wir hatten jetzt einige Prüfungskonzerte, wo es dann heißt, an demselben Tag nachmittags dann noch Tests zu machen. Und dann kann es schon mal passieren, dass der ein oder andere ausfällt. Bei uns ist es jetzt bei der Vocal Session, wir haben ja geplant, mit drei Sängerinnen heute Abend aufzutreten. Aus den drei Sängerinnen ist jetzt eine geworden. Also es hat tatsächlich unsere Gesangsklasse anscheinend erwischt und zwei sind in Quarantäne, aber eine ist heute Abend da und da freuen wir uns ganz besonders. Die Fernanda ist heute Abend da. Und ja, solange, jetzt ist wieder da, solange das Schlagzeug noch aufgebaut wird, beziehungsweise die Becken getauscht werden, Fernanda, was hast du denn heute für Stücke mitgebracht? I Thought About You ist der erste Tune, den ich singen werde. Dann werden wir einen Instrumental-Tune haben, Body and Soul, eine Ballade. Und als letztes Never Gonna Let You Go. Okay. Und wie lange probt ihr in dieser Formation, damit mit unser Publikum das auch mal mitbekommt? Also Wir proben in dieser Formation seit heute. ja. ja. wir waren bereits zusammen, haben bereits den einen Tune schon mal zusammengespielt. Der Pianist ist leider auch erkrankt, von daher haben wir jetzt die Freude, zusammen mit dem Theo zu spielen. Und ja, also es ist alles etwas spontan teilweise, aber wird, ne? Also einige alte Hasen im Jazz würden sagen, ja, so war das früher immer, das war ja ganz normal. Aber viel Spaß mit Fernanda. I took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town. And with each beam, same old dream. At every stop that we made, oh baby, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack and I looked at the track, the one going back to you. Did I do? I thought about you.
took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town, and with each beam, same old dream. At every stop that we made, oh baby, I thought about you. But when I pulled down the shades, then I really felt blue. I peeked through the crack and I looked through the track, the one going back to you. And what did I do? What did I do? What did I do? I thought about you. Thank you.
So, noch eine kurze Ansage. Das waren jetzt soeben Eddie May. Dann Sebastian Köbel an der Trompete. Jakob Marsmann am Schlagzeug. Susi Lotter am Bass. Theo Kollross am Klavier bzw. Flügel. Ich heiße Fernanda von Sachsen-Jesaf und jetzt kommt der letzte Tune. You know, I'm never gonna let you go. I wanna let you know, I'm never gonna let you go. Loving you is strange sometimes. We're so close, yet we're so far apart. What power, what force is it that's brought us together to share this life? I look deep into my soul where my feelings lie. There you are staring at me. And though I realize you'll become a part of me. Gonna let you go. I want to let you know, I'm never gonna let you go. Lover, take me in your arms and never ever let me go. The power of love so strong, it could make me lose my control. When I needed you most, held me close and whispered to me. You said I love you, dear, and told me that you'd never leave.
you know I'm never gonna let you go. I wanna let you know I'm never gonna let you go. Lover, take me in your arms and never ever let me go. The power of love so strong it could make me lose my control. You came into my life when I needed you most, held me close and whispered to me. You said I love you dear and promised that you'd never leave. And that you'd never leave. Fernanda, hat sie toll gemacht. In der kurzen Zeit mit einer neuen Band, aber das sind wir ja gewohnt. Okay, es geht gleich weiter und zwar, genau muss er da hin, mit der Musik von Charles Mingus. Charles Mingus, ein Kontrabassist, der ja, als Musiker, als Komponist, als Bandleader sehr bekannt geworden ist und ist im Prinzip ist genau vor 100 Jahren geboren, 1922, also so gesehen kann man sein 100-jähriges feiern. Seine Musik war stark beeinflusst eigentlich von Ellington, aber er hat seinen eigenen Weg gefunden und wie gesagt ganz extravagante Kompositionen geschrieben, die viel immer mit Improvisationen, auch zum Teil Kollektivimprovisationen versehen sind. Es war damals schon sehr, sehr contemporary, klingt heute immer noch modern. Und die Musik wird in New York auch in verschiedensten Ensembles mit der Mingus Dynasty, Mingus Big Band gespielt. Und wir haben bei uns am Jazzinstitut unser eigenes Mingus Ensemble, das der Kollege Martin Zenker im Prinzip ins Leben gerufen hat. Und die spielen in verschiedensten Formationen und Variationen mal mit Small Big Band, mit 5, 8, 7 oder 8 Bläsern und heute in einer verkleinerten Formation, in einer sehr tiny Formation und sehr schön. Und freuen Sie sich auf das Mingus Ensemble. Thank you.
Vielen Dank. Susanne? Ja. Vielen Dank. Sie hörten gerade am Baritonsaxophon Khasar Ganbatar. Und am Klavier Marina Schlagedweit. Die eingefleischten Mingus-Fans unter Ihnen, die sind wahrscheinlich jetzt ziemlich baff, weil das war nicht Boogie Stop Shuffle, wie auf dem Programmzettel steht, sondern Pithecanthropus Erectus von dem gleichnamigen Album von 1953. Wie das im Jazz üblich ist, haben wir uns einfach gerade in der Kabine noch umentschieden. Ist, glaube ich, gelungen. Und als nächstes spielen wir Opus 4. Vielen Dank.
tolle Musik. Mingus. Mingus. Aber Sie haben schon gesehen, auf der Besetzungsliste im Programm war ja noch ein Tubist mit drauf und noch ein Klarinettist. Wir haben die Stücke dann teilweise umarrangiert, aber ich finde, in der Besetzung hat es auch wunderbar geklungen. Ja, Sie sehen, die nächste Formation stellt sich schon auf. Zu der möchte ich vielleicht anmerken oder darf ich anmerken, dass wir seit letzten Oktober zu Beginn des Wintersemesters einen neuen Kollegen haben, und zwar in einem ganz wichtigen Hauptfach, das bei uns gerade im Jazz eine große Rolle spielt. Dieses Hauptfach hat die letzten Jahre ein Kollege bei uns unterrichtet, der eigentlich ja, damals im Konservatorium schon mit uns, Tizian Jost, übrigens Tizian Jost am Klavier. Also der Tizian und ich, wir gehören ja schon zu den älteren Kollegen. Also es gab eine Zeit, Tizian, weißt noch, so früher Allotria, Domizil, da waren wir immer die Jüngsten. Dann ist gesagt, ja, die Greenhorns und so, die müsst ihr erstmal lernen. Und jetzt auf einmal drehen wir uns um, jetzt sind wir die Ältesten. Na gut, aber wir haben auch damals am Konservatorium schon angefangen zu unterrichten, am Richard-Strauss-Konservatorium im Gasteig. Das war ja damals die Jazz-Abteilung, hieß es da noch, unter der Regie, hätte ich beinahe gesagt, aber unter der Leitung von Kurt Maas. Der Kurt Maas hat damals die Abteilung aufgebaut und da waren die ersten Kollegen so, ja, Tizian und eben Werner Schmidt. Werner Schmidt, Sie kennen ihn wahrscheinlich alle am Schlagzeug. Er hat jahrelang bei uns Schlagzeug unterrichtet, hat mit Hugo Strasser gespielt, viel im Studio. Und beim Werner ist es genauso wie bei uns, hat sich zweimal umgedreht und schon ist er jetzt in Pension. Na gut, aber das ist natürlich dann auch nicht so einfach, aber es gibt dann immer Möglichkeiten. Der Werner hat jetzt seine Stelle sozusagen, ist verpensioniert und macht aber im Lehrauftrag weiter und begleitet unsere neuen Studierenden noch und vor allem hilft er unseren neuen Kollegen, der zum 1. Oktober die neue Jazz-Schlagzeug-Professur angenommen hat. Und heute Abend ist er hier zum ersten Mal bei uns in der Hochschule auf der Konzertbühne. Ich glaube, die Immatrikulationsfeier hat er nicht ganz geschafft, aber hier ist er, Professor Christian Lettner. Ja, und am Bass haben Sie vorhin schon gehört und gesehen und jetzt am E-Bass die Susi Lotter. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Brasil Ensemble.
weiß nicht, hört man mich? Ja, funktioniert. Gut, wunderbar. Ja, wir haben hier einen Riesenspaß auf der Bühne, schon beim Proben gehabt. Wir haben gestern nämlich tatsächlich eine extra Probe eingelegt. Und das hat sich auch gelohnt, wie man gehört hat. Und ich merke, Sie haben auch Spaß gehabt. Und wir haben angefangen mit einer Nummer, die heißt Afternoon in Rio von meinem Kollegen und guten Freund Paolo Morello, Gitarrist, der jetzt in Berlin mittlerweile die Jazzabteilung leitet und auch wie ich ein Brasil-Afficionado ist. Afternoon in Rio. Und ganz besonders freut es mich, dass die Susi Zeit gehabt hat. Eigentlich hätte der Patrick Scales spielen sollen, aber der laboriert an einem Ellenbogenproblem. Und die Susi ist ganz kurzfristig eingesprungen und macht das ganz hervorragend. Und wir wollen weitermachen mit einem Stück von Antonio Carlos Jobim. Antonio Carlos Jobim, Sie kennen ihn vielleicht alle. Wer kennt ihn nicht? Das machten die, Sie kennen alle Girl from Ipanema, Desafinado. Das sind alles Kompositionen von ihm. Er hat 600 Stücke geschrieben und eines seiner schönsten wollen wir jetzt spielen, Caminhos Cruzados.
Vielen Dank. Wie Sie sehen, haben wir jetzt einen ganz besonderen Gast und wir freuen uns, mit ihm zusammen das nächste Stück zu spielen. Klaus Reichstaller am Flügelhorn. Die nächste Komposition ist gleichzeitig das letzte Stück, das wir für in der Besetzung für Sie heute Abend spielen. Danach haben wir noch Olga Dudkova. Und es ist ein Baião, ein Rhythmus aus dem Nordosten Brasiliens. Das ist eine bisschen andere Musikkultur als Samba aus und Bossa Nova aus Rio de Janeiro, ein Baião. Und geschrieben wurde er von einem Komponisten, von dem ich meine, dass er es verdient hätte, ein bisschen bekannter zu sein. Es ist nämlich von mir. Christian Just. Vielen Dank. Und heißt Canto da Liberdade, Gesang der Freiheit. Thank you.
Christian Lettner, Frank, Susi Lotta, Ebers, Tizian Joos, Klavier. Ja, die wunderbare Musik von Tizian Joost. Und ich glaube, mit Christian haben wir die richtige Wahl getroffen, oder? Was meinen Sie? Dankeschön. Jetzt geht es langsam dem Finale zu. Die letzte Band, bevor dann das UMPA Jazz Orchester kommt. Ja, in den heutigen Zeiten sozusagen, wo live nicht mehr so viel stattfinden konnte, aber jetzt Gott sei Dank ja langsam wieder kommt, war es für uns auch nicht einfach, unsere Konzerte zu machen. Vor allem die Prüfungskonzerte ist ja immer das Thema. Die müssen ja abgehalten werden und im Prinzip muss man dann auch ja, eingespielt sein und bei der Stange bleiben und proben und so weiter. Und diese, all diese Dinge waren natürlich sehr, sehr schwierig in letzter Zeit. Wer uns geholfen hat, waren natürlich die ganzen Social-Media-Kanäle und auch die externen Veranstalter, zum Teil der Jazzclub Unterfahrt, wenn ich den hier erwähnen darf, der uns immer wieder eine Spielwiese und eine Bühne zur Verfügung stellt mit den Livestreams, die sehr geschätzt werden. Und ja, auch unsere Hochschule hat ja jetzt mit den Livestreams und Social Medias auch eine wahnsinnig tolle Arbeit gemacht, sodass wir unser Publikum trotzdem erreichen. Aber was natürlich unbezahlbar ist, ist, wenn Publikum vor Ort ist, so wie heute Abend. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie alle zu uns gekommen sind heute Abend. Ja, und hier steht die Olga Dudkova mit ihrer Band. Die Olga hat vor knapp 3 Wochen, glaube ich, ihr Master-Abschlusskonzert gemacht, ausschließlich online, also ohne Publikum. Und ich habe mir gedacht, das ist so tolle Musik und das muss man auf die Bühne stellen. Es hat es verdient, dass man auch vor Ort mit Applaus und so das bedenken kann. Und ja, freuen Sie sich auf Olga Dudkova mit ihrer Band. You're the only one for me.
Kisses drive me crazy, boy, and I tend to lose control. Whenever you get close to me, you bring out the fire in me. Oh, we belong together. We belong together. Together, I'm as sure as ever, you're the only one for me. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, yeah. Auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Und ich glaube, so seit letztem einem Jahr, eineinhalb Jahren, sage ich das immer, dass es wunderschön ist, vor dem Publikum zu spielen, vor allem, wenn dann so viele Leute da sind. Nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie alle da sind. Yay. Und das erste Stück war von mir. He's We Belong Together. Und weiter geht's mit einem Jazz-Standard, was von einem Pianisten umarrangiert wurde, Nico Lassie. Und ja, viel Spaß mit Good Morning Heartache. Morning heartache, you all gloomy side. The morning heartache, though we said goodbye last night. A twist and turn until it seemed you had gone. But you're all with the dawn. You're with the dawn. Wish I forget you. But you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now everything I started by saying to you, in my heart ain't what's new. Tell me what's new. Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew.
Might as well get used to you just hanging around. The money hiding sits down. Kommen wir zum letzten Stück von meinem Set. Ich würde gerne diese wunderbare Band vorstellen. Wir haben Sebastian Pfeiffer am Klavier. Yeah! Susi Lotte am Bass. Yes! Daniel Schäfer ist am Schlagzeug. Und ohne diese wunderbaren Sängerin würde es nicht so cool klingen, das sage ich euch. Wir haben Amelie Scheffels und Fiona Grund. Yeah. Und das nächste Stück, wie viele wissen, wir Musiker, Sänger sind meistens selbstständig. Und ich finde es persönlich ziemlich cool, dass man wirklich das macht, worauf man Lust hat, was man liebt. Ja, aber manchmal bekommt ihr auch die Fragen so, ja, und können sie davon leben? Oder ja, aber irgendwann holen sie sich dann ja eine Festanstellung oder so, so gut wie sie Deutsch sprechen, dann können sie ja noch was anderes studieren. Ne? Und wo ich diese Fragen bekommen habe, habe ich meistens ziemlich unhöflich geantwortet. Und jetzt habe ich diesen Song. Jetzt brauche ich nicht mehr so unhöflich antworten und kann auf diesen Song verweisen. Deswegen brauche ich den Titel erstmal nicht verraten. Musik.
chance. Don't you dare to think of this, cause you're not. I got my own, boy, I built my throne. Waiting for forever just to get some. I don't waste my time with fools, yeah. Gotta get the Gucci Louis, yeah. Trying to bring me down, excuse ya. Check the phone, I'm on the range, yeah. Don't come at me too bad. Out of my own show. Move over now, yeah. I am my own boss. I got my own show now. I am my own boss. I got my own show now. I am my own boss. Damn if I'm your type, babe. I'm my own boss. Gotta be a good girl. Gotta play by your rules, boy. I'm not down for this, boy, yeah. I stay proud, Jimmy, too, yeah. Ain't got no energy for you, yeah. You're not my type, you got no style. Don't I'm the come king with me, my own show. Move over now. I'm my own boss. I got my own show now. I'm my own boss now. I got my own show now. I'm my own boss. I'm my own boss. I'm my own boss now. Forever just to sing my song. Could you ever understand my soul? Better go, I've been down but I kept my head high. I did everything, I just keep on trying. Move ahead, girl. You'll be alright. I'm my own boss. Ja, da sehen Sie und hören Sie, wie viele verschiedene Stilrichtungen auch möglich sind, auch bei unserem Institut. Ich meine, es steht ja immer der Oberbegriff Jazz, aber unter Jazz, dieser Begriff, der ist relativ breit gefächert, der ganze Soul-Pop-Bereich und ist ja eigentlich auch ein Teil davon, beziehungsweise kommt aus dem Jazz und deswegen gibt es da bei uns keine Berührungsängste, wie man so schön sagt, sondern wir lassen natürlich jedem Studierenden die Möglichkeit offen, sich in die Richtung zu entwickeln, die er dann auch der Bühne
auf der Bühne dann darstellen möchte. Und wir sind da ganz offen. Deswegen sind die Abschlusskonzerte für uns auch immer sehr spannend und eine Brücke dann schon, wie es so schön heißt, ins Berufsleben. Ja, jetzt kommen wir schon zum Ende. Die Zeit ist hoffentlich für Sie auch schnell vergangen. Sie sehen schon, das Jazzorchester hat sich wieder bereit gemacht. Wir haben gerade hinter der Bühne festgestellt, es ist gar nicht so einfach, so punktuell Stücke abzuliefern und dann wieder von der Bühne zu gehen, dann wieder auf die Bühne kommen und spielen. Normalerweise ist man es gewöhnt, dass man sich einspielt, aber ich denke, alle Bands haben heute Abend das Beste gegeben und haben alle eine wunderbare Performance abgeliefert. Dankeschön. Mingus, Charles Mingus gesprochen. Wir haben im November einen Workshop gehabt mit einem Wahnsinnstrompeter, der in New York lebt und auch mit der Mingus Big Band spielt, schon seit vielen Jahren, Alex Sibiakin, und er hat einige Stücke von sich mitgebracht und hat ein Stück mitgebracht von der Mingus Band mit dem Titel Gigi Train, und mit dem wollen wir Sie nochmal aufwecken, bevor Sie dann nach Hause gehen. Gigi Train. Thank you.
Thank you.
Leopold Ebert am Schlagzeug. Vincent Rhein, Kontrabass. Theo Koldros, Klavier. Johannes Emminger. Edi Mai, Temka, Xinghai Wu, Nico Siebeck und Hazar, Saxophon-Section. Janis Degenhardt, Jan Weixer, Anaga Garcia und Simon Wendel. Trombones, Trumpets, Tom Kors, Sebastian alias Schoko Kölbel, Anjan Feirer, Lukas Tutter. Dankeschön. Dankeschön. Sie haben ja lange durchgehalten. Wir haben uns tatsächlich überlegt, wie wir es machen sollen, aber mit Pause verläuft sich alles und jetzt mit Getränken ist es dann auch schwierig. In der Pause haben wir gesagt, wir ziehen es in einem durch, aber die wollen ja alle spielen. Deswegen finde ich es ganz toll von Ihnen, dass Sie durchgehalten haben und uns besucht haben. Herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis, der Livestream dieses Konzerts wird auf der Website, auf dem YouTube-Channel der Hochschule bleiben. Das heißt, Sie können ihn jederzeit nachhören und nachanschauen. Und da gibt es auch eine Möglichkeit für eine Förderung für Studierende. Sie können gerne eine Spende machen, Sie können aber das nur anhören und können das enjoyen, so wie man so schön sagt. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Und jetzt spielen wir für Sie noch einen Rausschmeißer, eine Basie-Nummer. Und bei der können Sie sitzen bleiben. Sie können aber auch langsam in diesem Groove schon nach draußen gehen und wie Sie wollen. Und herzlichen Dank nochmal an den Ton und an die Livestream-Video. Produktion und wie gesagt, bleiben Sie gesund und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön. Thank you.
Doo-doo.